Er ist Präsident des Naturschutzbundes. Er liest Umweltethik an der Universität für Bodenkultur. Ja, natürlich. Ich belaste dich hemmungslos. Das haltest du schon aus. Und hat das Aktionsbündnis für Frieden, aktive Neutralität und Gewaltfreiheit mitbegründet. Das ist Peter Weiß. Bitte. Schönen Dank für die freundliche Einbegleitung. Ich habe begonnen als naiver Tierfreund und habe mich für Geschichte und für die Menschen eigentlich erst später zu interessieren begonnen. Und seit einiger Zeit aber ist mir klar, wie wichtig Frieden ist. Und zu dem Thema möchte ich Ihnen heute einiges erzählen. Krieg hat es immer gegeben. Die Menschen haben um Lebensraum gekämpft, territorial. Und recht interessant, eine Grundhaltung der Gewalttätigen. Peloponnesischer Krieg, 400 Jahre vor der Zeitrechnung, da haben die Spartaner und die Athener gegeneinander gekämpft, 30 Jahre lang ungefähr. Und der Geschichtsschreiber Thukydides hat sehr klar gesagt, um was da geht. Die Athener haben sozusagen keine Neutralität geduldet. Wer nicht mit ihnen gekämpft hat, war dagegen und ist niedergemacht worden. Denn ihr wisst so gut wie wir, dass von Gerechtigkeit nur zwischen an Macht Ebenbürtigen die Rede ist, während die Starken tun, was sie wollen und die Schwachen ertragen, was sie müssen. Das war damals üblich. Die Welt wurde unterworfen, eine Globalgeschichte der europäischen Expansion von Wolfgang Reinhardt, ist eine Enzyklopädie all dessen, was die Abendländer in der Welt angerichtet haben. Ich frage mich dann immer, was sind die westlichen Werte? Wir leben in einer ausgesprochen krisengeschüttelten Welt. Ich will da nur ein paar Stichworte geben. Auf der einen Seite Naturzerstörung, Artensterben, drohender Klimawandel, Ressourcenverknappung. Es gibt Kriege um Ressourcen, nicht nur um Erdöl, um Wasser und um andere Bereiche. Und ein neues Wettrüsten, auf das ich noch eingehen werde. Ein anderer wesentlicher Aspekt ist die dramatische Bevölkerungszunahme. Es gibt ein Bevölkerungsproblem. Meiner Meinung nach besteht es darin, dass es zu viele Menschen mit zu hohen Ansprüchen gibt. Der Fußabdruck der Reichsten, also der ökologische Fußabdruck, ist die ökoproduktive Fläche, die ein Mensch zur Befriedigung all seiner Ansprüche und Bedürfnisse eben beansprucht. Und das ist global gesehen weniger als 2 Hektar. Die reichen Länder, da sehen Sie, ist der Fußabdruck groß, die leben auf zu großem Fuß. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, diese Grafik geht dort bis ins Eck, jetzt zeige ich Ihnen das Ende und da sehen Sie, wie viele Länder weit unter diesem ökologischen, also unter der durchschnittlich verfügbaren ökoproduktiven Fläche leben. Das ist keine neue Erkenntnis. Mahatma Gandhi wurde gefragt während des Unabhängigkeitskampfes, ob Indien den gleichen Lebensstandard anstrebt wie Großbritannien, und seine Antwort war, Großbritannien bedurfte des halben Planeten, um seinen Lebensstandard zu erreichen. Wie viele Planeten bedürfte Indien? Also auch da sieht man schon, das britische Imperium, das hat gewaltig in der Welt agiert. Dann kam das Erdölzeitalter, das ist jüngeren Datums, und Ernst Friedrich Schumacher, der Autor des berühmten Buches Small is Beautiful, hat eben erklärt, einige Jahrzehnte billigen reichlichen Erdöls haben die Welt dramatisch verändert. Es sind riesige Siedlungsballungen entstanden,
riesige Industrieballungen und gewaltige Verkehrssysteme. Aber auch natürlich billige Rohstoffe wie Stahl und Papier und Beton, Alu, Glas, Kunststoffe, all das ist natürlich in verschwenderischer Weise genutzt worden. Ich habe vorhin mit Hermann geredet, die älteren Semester, die können sich noch an Zeiten erinnern, wo man jeden rostigen Nagel gerade geklopft hat und wieder verwendet hat, wo jedes Stück Fensterglas, das größer war, es so aufgehoben worden ist. Und ja, und heute schmeißt man halt die Sachen weg, weil sie so billig sind und auch so kurzlebig produziert werden. Der Plastikplanet ist ja auch eine ganz bedrohliche Vision. Aber ganz schlimm ist auch Blut für Öl. Die Länder mit Ölressourcen, die sind im Konflikt, da strecken die Mächtigen die Hand aus und da gibt es eben im Nahen Osten die Kriege, das hat aber schon vor 100 Jahren angefangen, als die Engländer das Osmanische Reich erobert haben und sich diese Zone, in dieser Zone sozusagen festgesetzt haben. Aus einer langen Zeitperspektive gesehen, muss man sagen, naja, irgendwann wird das Erdölzeitalter zu Ende sein. Es ist nicht zu Ende, wenn der letzte Tropfen Erdöl verbraucht ist, sondern wenn Erdöl nicht mehr billig in reichlicher Menge verfügbar ist. Und das ist bald der Fall. Also irgendwann wird man später mal zurückblicken auf dieses Erdölzeitalter und auf all das, was im Namen dieser oder was diese Wirtschaft in der Welt angerichtet hat. Das Wirtschaftssystem, muss man auch sagen, ist eines für die Reichen. Die Zahl der Menschen, die so viel Vermögen haben wie die ärmere Hälfte der Menschheit, das ist jetzt schon weniger als ein Dutzend. Und da muss man kein Kommunist sein, um zu sagen, das kann doch irgendwas nicht stimmen. Dass die einen, die wissen nicht, wohin mit dem Geld, die investieren das in Palmölplantagen, wo Regenwälder zerstört werden und anderes. Ja, also das auch noch im Blick drauf. Ja, sehr deutlich hat das Warren Buffett auch gesagt, es herrscht Klassenkrieg, richtig, aber es ist meine Klasse, die der Reichen, die den Krieg führt und wir gewinnen. Also auch das ist eine ganz klare Ansage. Die Herrschaften genieren sich gar nicht für das, was sie tun. Wenn wir uns anschauen, was sind denn die Ursachen dieser Fehlentwicklung, ich kann da nur einiges andeuten, die Ökonomie der Größe. Das hat angefangen mit der industriellen Revolution. Wenn jemand Maschinen hingestellt hat, das hat auch nur ein Reicher können, die haben meinetwegen jetzt Schuhe produziert, ja, dann waren die Maschinen das Teure, aber die Grenzproduktion, die letzten paar Schuhe, die waren ganz billig, die haben nur mehr das Material gekostet. Und daher war es möglich, auszudehnen, die Märkte. Und das ist passiert, die Großen haben die Kleineren geschluckt im Laufe der Zeit und es hat so begonnen, auch in Großbritannien, dass man Absatzmärkte gebraucht hat und billige Rohstoffe. Das Industrieproletariat, dem ist elend gegangen, die haben sich die Produkte nicht kaufen können. Jetzt hat man begonnen, die Welt zu erobern und sozusagen Absatzmärkte zu schaffen mit Gewalt. China, braucht man nur schauen, mit Waffengewalt ist China geöffnet worden für die westliche Wirtschaft. Also diese Ökonomie der Größe ist eine Triebfeder des Wachsens, das geht bis heute. In meiner Kindheit hat es noch viele kleine Geschäfte gegeben, Tischler und Schlosser gibt es heute auch noch, aber sehr viel weniger. Und wer kann heute sich so viel Material hinlegen und Waren wie der Obi oder der Baumarkt oder sonst was, das können nur große Firmen machen. Schumacher hat eben auch sehr klar gesagt, die Dinge sind zu groß, zu kompliziert und zu teuer und zu gewalttätig geworden. Sie haben sich vom menschlichen Maß entfernt.
Streben nach Macht und Prestige ist auch eine ganz wesentliche Triebfeder. Das geht heute sehr stark über eben das Geld. Gesellschaftliche Unterdrückung der Frauen, da könnte man jetzt viel dazu sagen, damit hängt auch die Bevölkerungsexplosion zusammen. Und natürlich die Naturwissenschaft und Technik, die faszinierende Dinge gemacht hat, aber die man einfach dann in die Welt gesetzt hat, ohne die Wechselwirkung mit der Biosphäre ausreichend ins Auge zu fassen. Und daraus, aus diesen ganzen wunderbaren technischen Errungenschaften, ich bin selber ein Technikfreak, also was wir da jetzt da benutzen, ist ja was ganz Fantastisches. Aber da glauben dann viele Leute, ja, man kann alles machen mit Technik. Das geht aber wieder nicht, da kann der Ökologe einiges dazu sagen. Künstliche Systemzwänge sind ganz wesentlich falsche Spielregeln. Da will ich auch nur das Geldsystem als Beispiel nennen. Auch Konstruktionsfehler im Rechtsrahmen, etwa die Einführung der juridischen Person ist so etwas, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die hat Rechte wie eine Person, aber einsperren kann man es zum Beispiel nicht. Sie entzieht sich der Verantwortung. Ein ganz wesentlicher Konstruktionsfehler ist das Vetorecht der ständigen Mitglieder im UNO-Sicherheitsrat. Also das ist auch etwas ganz Wichtiges. Von der NATO sind einige Mitglieder im UNO-Sicherheitsrat und die NATO kann tun, was sie will, die wird nie sozusagen vom UNO-Sicherheitsrat verurteilt. Da gibt es einfach ein Veto. Große Wirtschaftsunternehmen sind gut organisiert und haben gewaltige Geldmittel. Und der militärisch-industriell-finanzielle Komplex, der ist auch ganz wesentlich, der ist transnational und kooperiert mit Geheimdiensten, Medien, PR-Firmen und bestimmt in vielen Ländern maßgeblich die Regierungspolitik. Gleichgeschaltete Massenmedien formen die öffentliche Meinung. Diesen Konzentrationsprozess hat es eben auch in der Medienlandschaft gegeben. Heute sind ganz wenige Medien und die sind alle natürlich stark beeinflusst von diesen gewaltigen Systemen. Heute erleben wir auch sowas wie eine Deutungshoheit. Ich komme darauf noch zu sprechen im Detail. Bestimmte Dinge darf man gar nicht sagen. Also wenn man statt Terrorist Freiheitskämpfer sagt, ist das schon wieder falsch, nicht? Weil das sind Terroristen, nicht? Weil die muss man natürlich mit Brutalität bekämpfen können. Einfluss der Wirtschaft und Politik auf die Kultur, also eine ganz bedenkliche Entwicklung ist, dass man heute glaubt, man muss schon im Kindesalter mit Digitalisierung anfangen. Man braucht heute ja nichts mehr wissen, das kann man alles googeln. Aber das ist kein Wissen, sondern Wissen entsteht durch geistige Verarbeitung und Ordnung und Strukturierung der Erfahrung. Also da weise ich hin auf Professor Manfred Spitzer, der tolle Vorträge gehalten hat und als Gehirnforscher auch sehr stark und zu Recht kritisiert, dass in den Kommissionen, die bestimmen, ob in den Schulen irgendwo jetzt schon WLAN eingeführt wird und anderes, da sitzen keine Gehirnforscher, da sitzen keine Pädagogen, sondern da sitzen eben die Industrielobbyisten. Ja, Dominanz und Akzeptanz des Profitdenkens und die Kommerzialisierung aller Lebensbereiche, das hängt natürlich damit wieder zusammen mit der Ökonomie der Größe, mit dem Geldsystem, weil die, die viel Geld haben, die durch die Geldvermehrung, haben sie immer mehr Geld und das müssen sie anlegen. Und da muss man natürlich jetzt privatisieren, alles was staatlich ist, das muss in Privathand kommen, Spitäler, Wasserversorgung, Transportsysteme und so weiter. Und am besten geht es natürlich, wenn man zuerst einmal ein Land kaputt macht, da kann man es dann billig aufkaufen und alles machen, was man will.
ganz wesentlich ist auch zu sehen, dass alle emanzipatorischen Bewegungen, die sozusagen gegen die Mächtigen sich durchgesetzt haben, sehr mühsam, die sind immer wieder, da hat es immer wieder die Rückschläge gegeben. Zum Beispiel 1972, als die ersten Erfolge der amerikanischen Ökologiebewegung erkennbar waren, haben sich aus großer Sorge um die Wirtschaft, man hat die Ökologie als subversive science bezeichnet, als subversive Wissenschaft, die geschäftsstörend ist, da haben sich von 200 Spitzenfirmen die Vorstandsvorsitzenden zusammengesetzt und haben mit PR-Leuten, mit Medienleuten Strategien entwickelt. Business Round Table hat sich das genannt, nennt sich das, das gibt es immer noch. Und da hat man eben Think Tanks gegründet, unabhängige Forschungsinstitute, die von der Industrie gefördert werden, und Strategien entwickelt, wie Gesetze, die man nicht haben will, verhindert werden oder Gesetze, die man haben will, gemacht werden. Und da wird konzertiert, raffiniert gearbeitet, seit den 70er Jahren. Ja, also da gibt es die nettesten Sachen, die man machen kann. Eine ganze Palette von Strategien wird da gegen Umwelt-NGO gemacht und verschiedenes mehr. Ja, hier auch noch ein prominenter Ökonom, Nobelpreisträger, der hat es auch sehr klar gesagt, the business of business is business und the social responsibility of business is to increase its profit. Und ja, da sagt man, mein Gott, schrecklich, aber es stimmt ja. Ne? Wenn irgendein Unternehmer etwas tut, wo er sagt, nein, das mache ich nicht, das ist moralisch nicht in Ordnung und das schädigt die Shareholder Values. Das geht nicht. Die Shareholder Values, die müssen in Ordnung sein. Er hat die Verpflichtung, in dieser Position sozusagen den möglichst großen Profit zu machen. Also Friedman war einer der prominenten Ökonomen und Schrittmacher auch des Neoliberalismus. Ja, also ich habe in den letzten paar Jahren habe ich viele, viele, viele Bücher gelesen zu Kriegen, Kriegsvorbereitung, Ablauf von Kriegen, Geschichtsschreibung durch die Sieger und vieles, vieles mehr. Und da wird zum Beispiel auch sehr klar gesagt, Erster Weltkrieg, Making the world safe for American capital investment. Ist klar, wenn ich als Milliardär irgendwo in ein Land Investitionen mache, dann will ich nicht, dass dort irgendein ekelhafter Demokrat auf einmal irgendwas macht, irgendwas verstaatlicht, was lieber ich haben will. Nicht? Und da muss dann das Heer aufmarschieren. Das ist x-mal passiert, da gibt es viele Bücher drüber. Eines zum Beispiel Overthrow von Kinzer, der beschreibt haarklein die Regime-Changes, die von den USA gemacht worden sind. Allein von den USA gibt es viele, wo sie mitgetan haben und wo andere mitgewirkt haben. Aber das ist etwas, was ganz, ganz prominent in der Geschichte der letzten 100 Jahre ist, dass man einfach ein Regime, das einem nicht gefällt, von außen stürzt. Da werden Gruppen gegeneinander aufgehetzt, da wird Unruhe geschaffen, da wird Terror gemacht, das schiebt man irgendwem in die Schuhe und dann verleitet man die anderen zum ersten Schuss und dann gibt es Krieg. Der Kapitalismus, das sagen gescheite Leute, muss expandieren, sonst kollabiert er. Wir haben Rohstoffkriege, imperiale Machtausweitung im Interesse des militärisch-industriellen und finanzwirtschaftlichen Komplexes. Und das Ganze dient auch zur Ablenkung von innenpolitischen Problemen. Also es gibt in der Geschichte, in der Vorbereitung von Kriegen immer wieder die Situation, dass
eine Regierung jetzt in einer Krise ist, es gibt Arbeitslosigkeit, er weiß nicht, ob er die nächsten Wahlen noch gewinnt, der Präsident, jetzt muss ein Krieg her. Da gibt es nur das Geschäft mit der Rüstung und dann haben wir den äußeren Feind. Und wer da jetzt die Regierung kritisiert, der ist kein Patriot und der wird unterdrückt. Und ich habe auf einmal wieder die Stärke, die ich als Regierungschef brauche. Ein Mann, der weiß, um was es da geht, ist Smedley Butler. Krieg ist ein schmutziges Geschäft, das war schon immer so. Er ist wahrscheinlich das älteste, bei weitem das lukrativste und mit Sicherheit auch das übelste kriminelle Gewerbe. Krieg ist ein verschwörerisches, organisiertes Verbrechen von internationalem Ausmaß, noch dazu das einzige, bei dem die Gewinne in Dollars und die Verluste in Menschenleben bilanziert werden. Er sagt dann weiter, das Perfide an diesem Geschäftsmodell ist, dass die Mehrheit gar nicht mitbekommt, was da vor sich geht. Nur eine kleine Gruppe von Insidern weiß Bescheid. Diese wenigen bereichern sich auf Kosten der großen Masse und streichen dabei riesige Vermögen ein. Er erklärt dann, dass 21.000 Profiteure in den USA im Ersten Weltkrieg und in den Kriegen, damals Spanischer Krieg und so weiter, 21.000 Profiteure sind in den Rang von Millionären und Milliardären aufgestiegen, so viele. Das waren wenigstens die, zumindest die, die es in der Steuererklärung zugegeben haben. Und da kann man sich natürlich vorstellen, in den USA weiß man auch, also die Vermögenden bestimmen die Politik und die sind dann immer im Ernstfall, weil sie ja in der Rüstung auch tätig sind dafür, dass das Geschäft läuft. Also eine doch sehr schlimme Sache. Und Smedley Butler, ein hochdekorierter Marine, ist später Friedensaktivist geworden. Also er weiß, wovon er redet in seinem Buch. Er hat ein Buch geschrieben und in dem stellt er eben auch sehr klar dar, das Leiden der Soldaten, das er miterlebt hat. Also was da menschliches Leid, Zerstörung produziert wird, aber im Hintergrund sitzen Tausende, die Millionen scheffeln. Das altbewährte Prinzip Teile und Herrsche wird auf mehreren Ebenen angewendet, auf der Ebene von Nationen, Ethnien oder Religionen, sozialen Schichten, Weltanschauungen, politischen Parteien und so weiter. Propagandalügen, die die Ängste schüren, den Gegner dämonisieren und das Volk kriegsbereit machen, werden publikumswirksam verbreitet. Auch da gibt es jede Menge Beispiele, wie die Medien da gleichgeschaltet sind. Also zum Beispiel ein ganz spannendes Buch von Howard Zinn, einem amerikanischen ehemaligen Bomberpiloten des Zweiten Weltkriegs, der Historiker war und Friedensaktivist. Das Buch heißt A People's History of the United States. Da wird sehr klar aufgeführt, dass als in den USA die Propaganda gegen Deutschland gelaufen ist, um die Amerikaner in den Krieg zu kriegen, im Interesse von einigen Millionären, da hat man ein Gesetz geschaffen, ein Espionageakt, und Leute, die für Frieden waren, gegen den Krieg, die sind eingesperrt worden. Freiesten Land der Welt. Also das kann man alles nachlesen. Also es geht da recht rau zu. Medien werden zu Verkündern der Kriegspropaganda, mäßige Stimmen werden verächtlich gemacht. Heute hat man das schöne Wort Putin-Versteher. Ne? Das ist ja was ganz Schreckliches, weil man den anderen verstehen will. Ne? Das darf man doch nicht, ich kann doch nicht verstehen wollen, den Teufel verstehen wollen. Also es ist absurd, was sich heute abspielt. Die wahren Interessen werden stets verschleiert und eine bewährte Strategie ist auch, dass der Gegner zum ersten Schuss provoziert wird oder es werden Operationen unter falscher Flagge ausgeführt. Also dass man einfach jetzt etwas macht und schiebt es den anderen in die Schuhe und sagt, die haben uns jetzt angegriffen.
war zum Beispiel der Anlass, um in den Vietnamkrieg einzusteigen. Also wenn man sich mit dem Vietnamkrieg befasst, etwas Grauenvolleres gibt es ja gar nicht. Jedenfalls erkennt man auch immer wieder im Laufe der Geschichte, dass die Mächtigen, die den Krieg wollen, die den Gegner vernichten wollen, ja nicht den Frieden wollen. Auf Friedensangebote gehen sie gar nicht ein und wollen eben bis zur bedingungslosen Kapitulation kämpfen. Und das ist auch etwas ganz Grässliches. Also auch im Fall Zweiter Weltkrieg, Japan, da wäre Japan, das weiß man heute, durchaus zu Verhandlungen bereit, aber den Kaiser wollten sie nicht opfern. Aber die Amerikaner haben auf der bedingungslosen Kapitulation bestanden. Also bis dann zu den Abwürfen der Atombomben, die auch überhaupt nicht kriegsnotwendig waren, da gibt es auch eine reiche Literatur dazu, sondern die sind abgeworfen worden, um den Sowjets zu zeigen, wir haben die Bombe und bitte jetzt keinen Schritt weiter, im fernen Osten haben wir das Sagen. Das war der Anlass, die Atombomben einzusetzen. Dann schreiben die Sieger die Geschichte. Das ist eine ganz wichtige Sache. Es gibt schöne Aussagen von prominenten Leuten, die sagen, ja, gesiegt haben wir nicht, wenn wir den Gegner bezwungen haben, sondern wenn unsere Propaganda in den Geschichtsbüchern festgeschrieben ist. Und dann kommt natürlich dazu, dass jeder revisionistische Ansatz, der wird tabuisiert. Und deswegen trauen sich auch viele etablierte Historiker gar nicht, die zweite Seite oder die andere Seite darzustellen, weil dann werden sie, so wie viele andere auch, von allen Seiten hart bekämpft. Das ist so eine Parallele zu dem Bekämpfen von Wissenschaftlern, die eine unliebsame Folge irgendeiner Erfolgstechnologie aufzeigen, ob das jetzt 5G ist oder Atomenergie oder Gentechnik, da gibt es immer die Verfolgungen. Die Suche nach der historischen statt der politischen Wahrheit wird tabuisiert. Wer Fragen stellt, der wird sehr oft als Verschwörungstheoretiker abgestempelt. Und interessant ist ja auch, dass der Begriff Verschwörungstheoretiker in abwertender Weise vom CIA, vom amerikanischen Geheimdienst, erfunden wurde oder verwendet wurde im Zusammenhang mit dem Kennedy-Mord. Da hat man dann gesagt, ja, also wer diese offizielle Theorie mit dem Einzeltäter, mit dem etwas Verrückten, wer die in Zweifel zieht, das ist ein ganz mieser Verschwörungstheoretiker. Und da geht es dann ja auch weiter, das ist ja auch eine Strategie, die man heute sehr stark verfolgt. Da gibt es Sendungen über Verschwörungstheorien. Ne? Da werden die ärgsten, wahnsinnigen Ideen werden da vorgeführt, sagen, das ist eine Verschwörungstheorie. Ne? Das ist eine Verschwörungstheorie, jeder sieht, das ist eine Norm, die das verfolgen. Ja, und damit kriegt dieser Begriff Verschwörungstheorie auch diese Schlagkraft, mit der man ihn dann gezielt verwendet, wenn Leute unerfreuliche Fragen stellen. Die Suche nach der historischen Wahrheit ist aber unabdingbar, um aus der Spirale von Propaganda, Lüge, Gewalt und Terror herauszufinden. Also deswegen muss man sich einfach auch damit befassen. Wenn man sich heute die Militärausgaben anschaut, dann ist das schon dramatisch. Weltweit haben die Militärausgaben mehr als 3 Milliarden Dollar pro Tag ausgemacht, 2 Milliarden ungefähr von den USA. Da muss man dazu sagen, die USA sind ja jetzt das Imperium, das aktuelle, haben ungefähr, also über 700 Militärstützpunkte auf der ganzen Welt. Und es gibt kein anderes Land, das in den USA einen Militärstützpunkt hat. Und das, man muss immer auch das Ganze ein bisschen anders darstellen oder fragen. Die Rüstung ist ein Bombengeschäft. Ich habe schon vorhin gesagt, Erster Weltkrieg, ja, da sind Milliarden verdient worden. Eng verflochten mit dem tiefen Staat, über den tiefen Staat redet man noch ein bisschen. Das ist eben einerseits dieser militärisch-industrielle, finanzielle Komplex.
Und da gibt es keine demokratische Kontrolle, das unterliegt der Geheimhaltung. Und ganz wichtig, wir kommen auch dazu noch, was ist denn Demokratie? Ja, da darf es nichts geben in einer Demokratie, was nicht sozusagen eine Rechtfertigungspflicht hat. Und das ist bei diesen Rüstungsgeschichten überhaupt nicht anders, nicht möglich. Wenig Konkurrenz infolge fester Verträge, die Abnahme der Produkte ist garantiert, geplante Obsoleszenz durch Krieg, die Kriegsschäden eröffnen zahlreiche lukrative Investitionsmöglichkeiten für das Kapital. Es gibt ja auch die schöne Losung, buy cheap, kaufe billig. Ja, das ist dann am billigsten, wenn ich ein Land niedergebombt habe, ja, dann kann ich also da sehr rasch sehr viel investieren, Infrastrukturen und so weiter mir aneignen. Und Sie sehen da in einer nichtlinearen Darstellung die Entwicklung der Aktien, Dow Jones ungefähr 200% in den letzten 10 Jahren und Rüstungskonzerne bis zum 3700-fachen. Also das ist ein Geschäft, das ist überhaupt keine Frage. Wenn man da lineare im Maßstab hätte, würde das da ganz oben wo sein. Also Sie sehen, da wird verdient und Geld ist ganz wichtig. Die aktuelle Bedrohung mit Atomwaffen ist ganz gigantisch, es wird modernisiert. Und dazu muss man eben sagen, der Atombombensperrvertrag, der verpflichtet im Artikel 6 die Staaten, die ihn unterschrieben haben, also alle wichtigen Atombombenstaaten dazu, abzurüsten. Und das haben sie versäumt bisher, da wird nichts abgerüstet, es wird modernisiert. Und zwar in einer so bedenklichen Art, dass die Geschwindigkeit und die Präzision der Raketen, die Atomsprengköpfe transportieren, verbessert wird. Es gibt neue Zündmechanismen, die über einem Ziel, sagen wir einem Atomraketensilo im Feindesland, genau drüber gezündet werden und eine unglaubliche Zerstörungskraft haben. Und das eröffnet das, was man First Strike Capability nennt, nämlich mit einem Erstschlag so vernichtend den Gegner zu treffen, dass der Gegenschlag dann überlebbar ist. Aber dazu, jeder, von der normal gestrickt ist, denkt sich, aber so verrückt kann doch niemand sein. Ne? Aber Vorsicht, Vorsicht, das stimmt nicht. Also in den Köpfen dieser Leute, die da professionell seit Jahrzehnten daran arbeiten, dort die ticken nicht normal. Also es gibt viele Zeugnisse davon, was da für Gedanken gespielt werden. Ja, Trump will ich jetzt gar nicht nennen. Aber die Doomsday Clock, das ist diese berühmte Uhr, die von den Atomwissenschaftlern immer wieder von 5 vor 12, wenn es Entspannung gibt, ein bisschen zurückgestellt wird, die ist heute bei 60 Sekunden vor 12. Und wir in Österreich leben ja in einer glücklichen, seligen, neutralen Insel, nicht ganz neutral, wie wir noch vielleicht hinkommen, aber wir kümmern uns viel zu wenig um diese Dinge. Die Gefahr eines Atomkriegs war, wie Fachleute, kompetente Leute sagen, noch schon lange nicht mehr so groß wie jetzt. Weil diese Modernisierung stattfindet, weil die Amerikaner und dann die Russen den INF-Vertrag aufgekündigt haben, weil ständig gestiegelt und geschürt wird und Kriegspropaganda betrieben wird. Also eine ganz schlimme Situation. Und nun ein paar Gedanken dazu. Die Strategien der Machtausdehnung und Machterhaltung sind ja, wie schon gesagt, Teile und Herrsche, die anderen auseinanderdividieren. Das haben die Briten schon gekonnt gemacht, bevor sie Indien erobert haben. Da haben sie eine Moschee angezündet, haben gesagt, das waren die Hindus und dann wiederum
einen Tempel, ja, das waren die Moslems, und dann haben sie Unruhe gemacht, Bürgerkrieg herbeigeführt. Und wenn man sich dieses Schema anschaut, dann darf es einen ja gar nicht wundern, warum nach dem Ersten Weltkrieg alles so zerstückelt worden ist. Jetzt haben wir im Nahen Osten die ganzen Grenzen mitten durch Völker durch, durch Ethnien durch. Naja, das ist nicht Dummheit, sondern das ist Absicht, weil ich kann jederzeit, wenn ich dort wiederum Macht ausüben will, wenn ich den Fuß da hineinstellen will, ja, dann hetze ich die Leute auf, da habe ich schon die potenziellen Krisenherde. Also man erkennt mit Schauer, dass die Mächtigen an Frieden ja nicht interessiert sind, sondern an allen Möglichkeiten, jederzeit Krieg anzufangen, wenn es angezeigt erscheint. Der Kognitionsforscher und Psychologe Professor Rainer Mausfeld, den ich Ihnen dringend empfehle, er hat zwei tolle Bücher geschrieben, Warum Schweigen die Lämmer und Angst durch Angsterzeugung und Machteliten oder so irgendwas. Er erklärt uns, also Hard Power, der Mensch verfügt sozusagen über eine Abwehr gegen Unterdrückung. Wenn er das Gefühl hat, er wird da jetzt manipuliert, er wird unterdrückt, ja, da gibt es Gegenkräfte, und diejenigen, die mit Gewalt unterjochen, die müssen immer wieder aufpassen, dass es eine Revolution gibt. Aber man macht es heute besser mit Soft Power. Soft Power ist eben die psychologisch sehr raffinierte Art, die Massen zu manipulieren. Es gibt viele Strategien. Sie unterläuft die Gegenwehr, sie bedient sich subtiler Methoden der Meinungsmanipulation. Eine Technik ist das Framing, dass man etwas in einem bestimmten Rahmen stellt, der dann schon die Geschichte in eine bestimmte Richtung lenkt. Also wenn es irgendwo jetzt einen Zwischenfall gibt oder es werden Bomben auf ein Land geworfen, dann Terror. Nicht? Das kommt der Terrorframe. Ja, da sieht jeder irgendeinen bärtigen Moslem mit Sprengsätzen und enthaupten da irgendeinen Journalisten. Ja, es ist schon in Ordnung, da können schon Bomben reingeschmissen. Nicht? Wenn man aber das Frame Völkerrecht nimmt, nicht, da muss man sagen, Moment, nein, das ist ja völkerrechtswidrig. Das Völkerrecht hat ja ein Gewaltverbot. Also es kommt ganz darauf an, wie ich, in welchem Zusammenhang ich eine Sache stelle. Das wird heute von humanitären Kriegen gesprochen. Das ist absurd, das Ganze. Da hat mir jemand erzählt von einem schönen Cartoon, da fliegt ein Flugzeug und das wirft zwei Bomben runter, auf einer steht Frieden und auf der anderen steht Demokratie. Naja, also so wird es nicht gehen, und wer sich mit Immanuel Kant befasst, mit der Schrift zum ewigen Frieden, vor mehr als 200 Jahren geschrieben, der wird dort lesen können, dass der Weg zur Demokratie nur im Frieden möglich ist und nur in ganz ruhigen Zeiten. Also wenn ich Druck ausübe, ja, so ist vielleicht besser. Ja, es gibt eben auch, wie schon gesagt, die Deutungshoheit. Die Macht, eine bestimmte Sichtweise als einzige Wahrheit geltend zu machen. Das ist heute auch Political Correctness, geht auch stark in diese Richtung, dass man bereit ist, jemanden gleich abzustempeln, wenn er irgendein Wort benutzt, das man als nicht mehr zulässig empfindet. Die Wortwahl, die ist eine ganz entscheidende Sache. Da wird ganz raffiniert, werden die Wörter gewählt. Zum Beispiel der Slogan, die friedliche Nutzung der Kernenergie, ist doch was Schönes. Aber erstens ist sie nicht friedlich, zweitens ist sie nicht nützlich, daher kann ich sie nicht nützen.
Und ein deutscher Journalist hat einmal schön gesagt, man sagt auch Kernenergie und nicht Atomenergie, weil Atom reimt sich auf Bombe. Also das, man sieht schon, also da steckt sehr viel Raffinement dahinter und Rainer Mausfeld führt ja auch aus, wie die in Amerika die psychologische Forschung da unglaublich stark gefördert wird. Ja, Kampfbegriffe wie Verschwörungstheoretiker, Putin-Versteher, Antisemit, Rechtsextremer, Linksextremer führt dazu, dass man Leute abstempelt und beiseite schiebt. Das ist ganz wichtig, weil Teile und Herrsche, in der Zivilgesellschaft soll es möglichst viel Unfrieden geben und Angst. Eine ganz wichtige Strategie ist die Dekontextualisierung. Also wenn Sie die Nachrichten hören, da werden Sie immer nur eine Meldung kriegen, aber der wichtige Zusammenhang, dass man jetzt versteht, woher kommt das, was hat das, wie ist das zu verstehen, nichts. Dann wird oft Ursache-Wirkung vertauscht. Also da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Fakten werden als Meinungen bezeichnet. Also es gibt auch zum Beispiel Leute, die glauben, dass der Mensch das Klima verändern kann. Also solche Leute gibt es, ja, ich bin da anderer Meinung, jeder kann doch, es herrscht doch Meinungsfreiheit. Also so geht man auch um mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Es gibt da irgendwelche Leute, die glauben, dass die Gentechnik schädlich ist. Ja, das auch die Eisenbahn hat man bekämpft und so weiter. Also, es wird da wirklich schlimm agiert. Es werden ideologische Gräben geschaffen, die Gesellschaft wird gespalten. Es werden unversöhnliche Feindbilder ständig hergestellt. Spiel- und Spaßgesellschaft, Ablenkung von wesentlichen Themen. Man wird zugeschüttet mit lauter Nebensächlichkeiten und die wichtigen Dinge, die kommen einfach nicht vor. Wichtige gesellschaftliche Fragen können nicht sachlich diskutiert werden. Auch das ist eine ganz wichtige Geschichte, wäre eine Grundvoraussetzung für die Demokratie. Der Zivilgesellschaft wird erschwert, sich für gemeinsame Anliegen zu engagieren. Ja, also nochmals ein Hinweis auf Rainer Mausfeld, wer YouTube sich anschauen kann, der findet viele Vorträge oder auch die Bücher wärmstens zu empfehlen. Wenn man nämlich diese Strategien versteht, dann kann man sich auch dagegen wappnen. Das ist die ganz wichtige Sache. Aus der Geschichte lernen, eben nicht aus den Nachrichten, sondern Bücher lesen, andere Meinungen hören, noch andere Meinungen hören und sich dann ein Bild machen. Wenn man Geschichte lernt, wird man sehen, es gibt die vielfältigsten Perspektiven, je nachdem, welche Quellen der Historiker benutzt hat, wie seine Weltanschauung vielleicht war, wie er die Quellen bewertet hat, was er weglässt und so weiter und so weiter. Aber man erkennt Grundmuster. Und diese Grundmuster habe ich Ihnen zum Teil vorgestellt. Medienkompetenz, das ist auch ganz wichtig, sich anzuschauen, ja, wer schreibt das, was könnte da dahinter stecken, wer hat da was davon, dass das so geschrieben ist, gibt es da auch andere Meinungen, schauen wir doch einmal ganz woanders hin und so weiter. Das Framing hinterfragen, auch ganz wichtig, Begriffe kritisch hinterfragen. Es gibt auch ein schönes Buch von einem Amerikaner, George Lakoff, auf leisen Sohlen ins Gehirn, politische Sprache und ihre Macht. Eine ganz wichtige Sache, wo man erkennt, wie wichtig das ist, was mit einem Begriff schon mittransportiert wird. Das lenkt unsere Gedanken schon in eine ganz bestimmte Richtung und da ist Absicht dahinter. Da wird sehr viel Gehirnschmalz investiert, um die Wirkungen zu erzielen, die man haben will. Ganz wichtig ist, dass man das Gemeinsame vor das Trennende stellt. Dass man eben in der Zivilgesellschaft nicht jetzt anfängt, wegen irgendeinem Schmarrn miteinander zu streiten, sondern sagt, ja, wie siehst du das Umweltproblem, das Friedensproblem? Wie siehst du die Zukunft? Und wie können wir miteinander kooperieren? Wie können wir das Gemeinsame gemeinsam betreiben und nicht über das Trennende streiten?
Ich sage dann noch provokant dazu, wer über Nebensächlichkeiten streitet in der Zivilgesellschaft, ist ein nützlicher Idiot der Machteliten. Weil das wollen sie. Widerständig werden ist auch eine ganz wesentliche Geschichte. Einer meiner Lieblingsparolen ist Ja zum Nein. Also, man muss da klar sein. Hans Thiering, ein Wiener theoretischer Physiker, hat Krieg als die Kinderkrankheit, eine Kinderkrankheit der Menschheit bezeichnet. Und es ist ganz wichtig, dass man erkennt, dass Krieg hat es zwar immer gegeben, aber noch nie solche Waffen wie heute. Und wir wissen heute, wenn es einen Atomkrieg gibt, auch wenn er begrenzt ist, gibt es so etwas wie einen nuklearen Winter, Rauch und Ruß und feine Aerosole sind in der Atmosphäre und die bleiben nach modernen Klimaberechnungen viel länger in der Luft, als man es früher geglaubt hat. Und so ein nuklearer Winter, wo es im Sommer friert auf der nördlichen Halbkugel, der kann sich sogar auf die südliche Halbkugel ausdehnen. Und da sind die Ökosysteme futsch. Da kann der Naturschutz, der WWF, kann einpacken mit seinen Programmen und so weiter und so weiter. Also jetzt komme ich langsam zu den Chancen, die wir ergreifen können und müssen. Ein ganz interessanter Mann, auf den ich erst vor nicht allzu langer Zeit gestoßen bin, ist Stefan Matzenberger, der zwei schöne Bücher geschrieben hat, von der Friedensethik zur Friedenspolitik, 100 Fragen an den Pazifismus. Matzenberger ist als junger Mann im Zweiten Weltkrieg verletzt worden durch Granatsplitter, ist blind geworden und seine Schwester hat sich seiner angenommen und auf der Flucht sind sie von amerikanischen Tieffliegern angegriffen worden und seine Schwester ist neben ihm erschossen worden. Und dann hat der blinde junge Mann Jus studiert und hat sein Leben der Friedensaktivität gewidmet und hat messerscharf die Argumente gegen den Pazifismus, die es ja immer wieder gibt, die hat er aufgearbeitet und in dem Buch widerlegt. Ja, also Rainer Mausfeld auch wärmstens zu empfehlen, warum schweigen Dilemma. Und hier also ein Vortrag von Rainer Mausfeld, er zeigt auf, dass die Spanier, die ja sehr brutal mit den Indios umgegangen sind, da gab es einen Spanier, den Bartolomé de las Casas, der erklärt hat, dass eigentlich alle Menschen gleichwertig sind und dass diese Wilden auch Menschen sind. Ja, der wurde auch geächtet damals. Aber das ist sozusagen der Anfang des Begriffs der Menschheitsfamilie. Hermann hat mich ja schon eingeführt, dass ich Umweltethik lese an der BOKU und da gibt es so einige Grundregeln, die ich für sehr wichtig halte. Wer Unrecht erkennt und sich nicht dagegen wendet, macht sich mitschuldig. Also Unterlassungstäterschaft sozusagen. Macht begründet keine Sonderrechte, sondern verpflichtet zu besonderer Verantwortung. Und die Pflicht der Schwachen besteht darin, die Verantwortung der Starken einzumahnen, statt sich ihnen anzubiedern. Also auch das ist etwas ganz Wichtiges. Wenn wir die Starken einfach Gewalt ausüben lassen und den Kopf entziehen, ja, das ist nicht richtig. Ja, ganz wesentlich ein historischer Schritt, der nicht genug betont werden kann, ist die Charta der Vereinten Nationen, die nach dem Zweiten Weltkrieg beschlossen wurde. Und die kann man sich genau anschauen, die drückt ganz klar ein Gewaltverbot aus. Also was wir da heute erleben ständig, das ist alles gegen die Charta der Vereinten Nationen, dass man Druck ausübt auf Länder, dass man eben nicht freundschaftlich und gleichberechtigt mit ihnen umgeht, sondern dass man sie mit Sanktionen belegt und weiß Gott was alles, das ist alles gegen das Völkerrecht. Und dazu zu schauen,
ist Mittäterschaft, ganz schlicht und einfach. Es gibt einen internationalen Strafgerichtshof, das ist auch ganz wichtig. Der hat in einigen Konfliktfällen hat er wunderbar agiert. Das waren irgendwelche Missetaten und Aggressionskriege in Afrika. Da hat er durchgreifen können, aber wenn die Veto-Mächte im UNO-Sicherheitsrat was anrichten, dann hat der internationale Strafgerichtshof keine Chance, weil der wird von den Mächtigen auch nicht anerkannt. Die Amerikaner haben sogar angekündigt, falls einmal ein Amerikaner da eingekastelt würde und so, die würden ihn mit Waffengewalt befreien, weil ein Amerikaner, der, da gelten andere Rechte, das geht so nicht. Ja, also Konflikte zwischen Staaten sollen nicht mit Krieg ausgetragen werden, sondern vom Internationalen Gerichtshof, von unabhängigen Richtern nach dem Völkerrecht entschieden werden. Gibt es Beispiele? Funktioniert. Das erfordert aber eben, dass die Urteile anerkannt werden. Daher muss die Völkergemeinschaft auch diese Anerkennung einfordern. Das ist eine ganz wichtige, wichtige Sache. Ja, wieder Rainer Mausfeld, eine Folie aus einem seiner Vorträge. Er betont eben die Leitideale der Aufklärung, der universelle Humanismus, Anerkennung einer prinzipiellen Gleichwertigkeit aller Menschen, Ablehnung von Nationalismus, Chauvinismus, Rassismus und Exzeptionalismus. Also, und die Amerikaner zum Beispiel oder andere auch betonen, ja, sie sind nicht vergleichbar mit anderen. Was sie tun, das ist auf jeden Fall gut, weil sie sind das benevolente Imperium. Demokratie als politische Selbstbestimmung. Rainer Mausfeld bezieht sich da auf die deutsche Demokratietheoretikerin Ingeborg Maus, die ganz große Bücher, also sehr wichtige Bücher geschrieben hat. Alle Machtstrukturen haben ihre Existenzberechtigung nachzuweisen und sich der Öffentlichkeit gegenüber zu rechtfertigen, sonst sind sie illegitim und somit zu beseitigen. Jeder Bürger soll einen angemessenen Anteil an allen Entscheidungen haben, die das eigene gesellschaftliche Leben betreffen. Und zentrale Bereiche einer Gesellschaft, insbesondere die Wirtschaft, dürfen nicht von einer demokratischen Legitimation und Kontrolle ausgeklammert werden. Und wenn Sie sich heute anschauen, was auf höchster Ebene läuft, Handelsabkommen mit Schiedsgerichten, die irgendwelche undefinierbaren Leute sind, und das wird anerkannt. Das hat mit Demokratie wirklich aber schon überhaupt nichts zu tun. Und daher ist das Gerede von der Demokratie im Grunde genommen auch ein Ablenkungsmanöver, nicht? Weil wir haben mehr Defizite. Rainer Mausfeld betont eben auch, und das halte ich auch für ganz wichtig, Wahlen sind das Uninteressanteste in einer Demokratie. Ja, das haben wir schon gerade gehabt. Also Moment. In der Gesellschaft führt die Gleichheit vor dem Gesetz zur Demokratie und zwischen den Völkern zum Völkerrecht. Das ist eine ganz wichtige Sache. Auf etwas hat Rainer Mausfeld auch aufmerksam gemacht. Das Kernstück der Demokratie ist der öffentliche Debattenraum. Also es muss ein Thema, das zu entscheiden ist, das soll von allen Seiten, von allen Interessengruppen her beleuchtet werden können. Die Medien müssen alle Meinungen, die Divergierenden auch, darstellen. Und dann kommt eine demokratische Entscheidung zustande. Wenn man so zurückdenkt, muss man sagen, ja, das hat es einmal gegeben in Österreich, Zwentendorf-Volksabstimmung, dass zumindest zwei Jahre lang nach der sogenannten Informationskampagne sind die Medien voll eingestiegen. Da hat es Pro- und Contra-Darstellungen gegeben, Atommüll, ein Befürworter hat erklärt, wie harmlos das Ganze ist, daneben hat ein Kritiker seine Meinung sagen können. Und es ist dann ein erstaunliches Ergebnis gewesen, nein zu einem fertig gebauten Atomkraftwerk, um Gottes Willen, dieses blöde Volk, ne?
die Regierung hat sich geniert vor dem Ausland und so weiter. Ne? Aber ja, heute kann man sagen, es war keine so dumme Entscheidung. Heute hätten wir Australien die Ruine dort, vielleicht schon irgendwelche Unfälle hinter uns. Wären gar nicht mehr in Österreich, weil man es hätte evakuieren müssen, weiß man nicht. Aber jedenfalls hat sich diese Entscheidung bewährt. Da war der öffentliche Debattenraum in Ordnung. Und der wird mehr und mehr eingeschränkt, wie Sie das sehen. Die Mitte, die vernünftig, rational ist, zu der es überhaupt keine Alternative gibt, nicht? Das ist alles populistisch, extremistisch, irrational, unvernünftig, das wäre der Raum der möglichen Lösungen. Aber über die kann man gar nicht reden. Nicht? Sondern man redet über das Vernünftige und eben alles andere wird ausgegrenzt. Und wichtig wäre eben wiederum die Ausdehnung des öffentlichen Debattenraums, dass man sich nicht scheut, über Dinge zu reden, die man eher unterdrückt, und so weiter. Nein, da müssen wir uns bewusst die Meinungsfreiheit wieder erringen. Es gibt ja eine ganz traurige Umfrage mit traurigem Ergebnis an deutschen Universitäten, ob es Meinungsfreiheit an den Universitäten gibt. Ja, die Mehrheit sagt nein. Also es gibt viele Sachen, die kann ich nur für mich behalten, da kann ich mit niemandem drüber reden, weil sonst wäre ich ja ausgegrenzt. Also man schüchtert die Menschen ein, ihre Meinung zu sagen. Also da gehört ein gewisser Mut dazu und den müssen wir wieder aufbringen. Ja, die Mächtigen, das habe ich schon gesagt, sind an Frieden gar nicht interessiert. Chancen zum Frieden wurden nicht wahrgenommen nach Ende des Kalten Krieges. Man muss ja immer sagen, es gibt immer die und die. Da gibt es die Friedenswilligen, nach dem Ende des Kalten Krieges sind sich die um ein Haus gefallen, zwischen Ost und West, ein Pariser Abkommen, wo von Frieden die Rede war. Ein Japaner, glaube ich, hat vom Ende der Geschichte gesprochen, also jetzt ist es also nur mehr Wonne und Waschdruck unter den Völkern. Ja, aber die haben die Rechnung ohne die Falken gemacht. Ne? Und gesagt, ja, jetzt haben wir die Sowjetunion, haben wir jetzt zu Tode gerüstet, wir haben den Kalten Krieg gewonnen, jetzt haben wir 5 Jahre Zeit, uns die Satellitenstaaten zu holen. Ne? Deutsche Wiedervereinigung, da empfehle ich Willy Wimmer, einen ganz wichtigen ehemaligen CDU-Politiker, der bei der Deutschen Wiedervereinigung ganz wesentlich mit dabei war, der den amerikanischen Geheimdienst kennt, immer wieder in Amerika war und erklärt hat zum Beispiel, dass gegen Ende der Sowjetunion hat man die Deutschen auch eingeladen nach Langley ins Hauptquartier vom amerikanischen Geheimdienst und gesagt, wir sagen euch jetzt was Wichtiges. Alles, was wir euch über die Sowjetunion bisher erzählt haben, könnt ihr vergessen. Die sind gar nicht so gefährlich, die wollen nur mit durch in Russland schützen. Also man hat diesen Kalten Krieg eben zum Todrüsten der Sowjetunion verwendet. Die Russen mit ihrem riesigen Land, die haben nicht Europa und so weiter kommunistisch machen wollen. Ich habe das selber alles geglaubt. Ich bin wirklich ein Opfer der westlichen antirussischen Propaganda gewesen. Ich bin mit einem Russen befreundet, der seit Jahren, Julian Andreev, in Wien lebt. Und die Russen, die haben alle nicht, die gescheiten Russen waren alle keine Kommunisten, die wollten alle so leben wie die Amerikaner. Also von Welt erobern wollen, war ja keine Rede. Ja, Voraussetzungen von Frieden, noch einmal, sind Gerechtigkeit, keine Doppelmoral, keine Sonderrechte der Mächtigen, eine ausnahmslose Einhaltung der UN-Charta und Anerkennung des Gerichtshofs. Gewaltmonopol sollte bei der UNO liegen. Das Gemeinsame vor das Trennende stellen, einen statt Spalten und Respektieren des UNO-Gewaltverbots.
Ein Buch, das ich allen empfehlen kann, heißt Fassadendemokratie und tiefer Staat. Da wird aus verschiedenen Perspektiven das auch beleuchtet, was ich Ihnen vorhin erzählt habe, dass eben das auch passiert, was einmal ein deutscher Politiker in einem Anfall von Ehrlichkeit sehr schön gesagt hat: die, die gewählt werden, die haben nichts zu bestimmen und die bestimmen werden nicht gewählt. Und andere sprechen dann von Politdarstellern. Also das ist auch eine ganz wichtige Sache. Aber diesen tiefen Staat, den gibt es nicht erst jetzt, sondern Theodore Roosevelt hat 1912, zwei Jahre nach dem Ende seiner Präsidentschaft gesagt, hinter dem, was wir für die Regierung halten, thront im Verborgenen eine Regierung ohne jede Bindung an und ohne jede Verantwortung für das Volk. Die Vernichtung dieser unsichtbaren Regierung und Zerschlagung der unheiligen Allianz von korrupter Wirtschaft und korrupter Politik ist die entscheidende politische Herausforderung dieser Zeit. Vor mehr als 100 Jahren hat er das gesagt. Und der hat sicher auch gewusst, wovon er spricht. Ja, wir erleben heute, dass die Vorgaben von dem, was passiert, die kommen vom tiefen Staat, von diesen ganzen Machteliten, die im Verborgenen agieren. Das wirkt auf die Politik, auf die Kultur und auf die künftig sollte eigentlich von einer gewissen Zukunftsethik aus, von einer Verantwortung für die Welt, sollten die Vorgaben kommen. Das ist eine ganz klare Geschichte. Technik und Wirtschaft nach Menschenmaß sollte das Ziel sein. Notwendig ist nicht weniger als eine Gesamtalternative, die zerstörerischen Trends umkehren. Da gibt es also jede Menge von Dingen, die zu machen sind. Und da gibt es natürlich in der Zivilgesellschaft international jede Menge engagierter Gruppen, die seit Jahren erfolgreich da arbeiten. Nämlich, wenn Sie sich noch einmal erinnern an das Beispiel des Business Roundtable, man wird ja als alter Aktivist oft gefragt, ja, das wissen wir eigentlich jetzt schon jahrzehntelang, wo es lang gehen soll, und wieso sind wir noch nicht dort? Ja, nicht, weil wir so blöd sind und das Falsche wollten oder so, nein, sondern weil die Gegenkräfte sehr gut wirken. Und jetzt kommt es darauf an, dass die Kräfte in die zukunftsfähige Richtung, dass die sozusagen besser gebündelt werden. Und da gibt es durchaus, wie wir gleich noch zum Schluss dann sehen werden, gibt es durchaus gute Gründe zur Hoffnung. Ja, wir brauchen einfach Rahmenbedingungen für ein zukunftsfähiges Wirtschaften. Wir müssen manche falschen Spielregeln ändern. Und es geht aber natürlich nicht, dass man wartet auf die Politik. Da muss die Zivilgesellschaft aktiv werden. Friede und Gerechtigkeit unter den Menschen, Frieden mit der Natur ist eine Bedingung. Bewahrung einer reichen Lebensvielfalt, Humanität als Handlungsprinzip. Legal, ökologische Elemente in der Verfassung, Gleichheit der Staaten, das haben wir alles schon gehabt. Ja, und es gibt natürlich heute auch, nicht nur ich werde immer radikaler, je älter ich werde, auch andere werden es, Gott sei Dank. Und da gibt es jetzt ein schönes Büchlein, ich habe es mir erst bestellt, die Ökokatastrophe. Den Planeten zu retten, heißt, die herrschenden Eliten zu stürzen. Ja. Ja, das klingt revolutionär, aber billiger ist es offenbar nicht zu haben. Jetzt kommt es darauf an, wie man stürzt. Da kommen wir dann noch darauf zu sprechen. Ich spreche ja immer vom umweltethischen Dilemma, das darin besteht, dass individuelles Verantwortungsgefühl konfrontiert ist mit bestens organisierter, mächtiger Verantwortungslosigkeit. Und die Antwort darauf ist völlig naheliegend, wir müssen Verantwortung organisieren. Und das passiert Gott sei Dank ja in der Zivilgesellschaft seit langer, langer Zeit. Und ich kann mich erinnern, als wir gegen die Atomenergie argumentiert haben, Windenergie als eine Möglichkeit.
Ja, da gibt es irgendwo in Zwedl so eine alte verfallene Windmühle, die haben wir fotografiert, gesagt, ja, das hat sich ertragen einmal, nicht? Das geht. Nicht? Ein Sonnenhaus hat es als Beispiel damals gegeben. Na, heute gibt es Lehrstühle für Solararchitektur. Heute ist Windkraft eine boomende Geschichte. Also es hat sich unendlich viel getan, aber die Rahmenbedingungen, die passen alle noch nicht, das Rechtssystem und das Wirtschaftssystem. Und da kristallisiert sich aber auch ein immer deutlicherer Basiskonsens heraus. Also es gilt, die Verantwortung zu organisieren von der Basis her, aber auch von oben her. Und auch da ist allerhand passiert. Und dort ist eine ganz neue Qualität entstanden. Die Agenda 2030 wurde 2015 bei der UNO-Generalversammlung beschlossen und da wurden 17 Nachhaltigkeitsziele, Sustainable Development Goals, wurden definiert. Und ganz wichtig, das SDG, so heißen sie, die Sustainable Development Goals, SDG 16 ist Frieden. Und in der Agenda kommt auch klar zum Ausdruck, ohne Frieden ist eine zukunftsfähige Entwicklung nicht möglich und Frieden ist nicht möglich ohne eine zukunftsfähige Entwicklung. Also das ist eine Querschnittsmaterie. Und es war für mich eben auch ganz wichtig, ich bin in der Ökologiebewegung seit langem tätig, auch zu erkennen, ja, Frieden, wir haben ein paar recht gescheite Leute in Österreich, ein paar ganz verdienstvolle Friedensgruppen. Aber sogar in der Ökoszene, in der NGO-Szene, ist das Thema Frieden, Neutralität, Gewaltfreiheit eigentlich unterrepräsentiert. Das ist bei uns kaum ein Thema. Und es ist daher ganz wichtig, dass man so etwas startet wie eine Themeninitiative. Und das heißt, dass man in die zivilgesellschaftlichen Gruppen stärker die Notwendigkeit von Friedensarbeit einbringt. Ja, diese Sustainable Development Goals, die sollen ja erreicht werden, da haben sich die Staaten dazu verpflichtet. Und damit das nicht nur leere Worte bleiben, gibt es weltweit in vielen, vielen Ländern Gruppen, die sich SDG Watch nennen, also die zivilgesellschaftliche Plattformen, die Einfluss nehmen auf die Regierungen, dass sie sagen, ja Leute, das, wir sind verpflichtet dazu und daher müssen wir in der Richtung mehr tun und es muss die Zivilgesellschaft da stark unterstützend und auch druckmachend mit tun. SDG Watch Austria gibt es und da gibt es bereits mehr als 150 unterstützende Gruppen. Auch eine ganz neue Qualität, da ist das Rote Kreuz dabei, die Caritas, der Naturschutzbund und vieles andere mehr. Also das ist eine neue Qualität, die muss auch etwas bewirken und das ist eben das Nachhaltigkeitsziel Frieden. Sehr erfreulich ist natürlich, jetzt kommen wir zu den positiven Aspekten, bei all dem Schrecklichen. Wenn man so über die USA redet, ja, da darf man nicht vergessen, dass das eine ganz kleine, kleine Elite ist, die diesen ganzen Wahnsinn produziert. Die Mehrheit der Bevölkerung, die hat ganz andere Sorgen und in den USA gibt es großartige Friedensgruppen, World Beyond War und welche, die die Militärausgaben umlenken wollen in zivile Programme und so weiter und so weiter. Und also die Vernetzung der weltweiten Friedensbewegungen sind ganz, ganz wichtig. Und ein weiterer ganz dramatisch hoffnungsvoller Schritt ist eben das Verbot von Atomwaffen. ICAN ist eine internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen. ICAN sind zivilgesellschaftliche Gruppen, die in Zusammenarbeit mit ihrer diplomatischen UNO-Vertretung
es bewirkt haben, dass im dass 1917 im Juli bei der UN, bei einer UN-Vollversammlung ein Verbot für Atomwaffen beschlossen wurde. Jetzt sagen natürlich wiederum viele Zweckpessimisten, ja, was sollte es, wenn die Atomstaaten das nicht mittragen. Das macht einen Riesenunterschied. Wenn es gelingt, mit 121 weiteren Staaten hat da Österreich viel bewegt. Österreich war da wirklich eine treibende Kraft. Das haben Anwesende dort, ein deutscher Friedensaktivist hat mir erklärt, wie großartig der österreichische diplomatische Vertreter war. Haben Sie da was in der Zeitung gelesen? Nein, nichts. Da könnte man stolz drauf sein. Wir haben maßgeblich dazu beigetragen, also ein österreichischer Diplomat, dass es zu einem, dass eben die nuklearen Habenichtse sich auflehnen und sagen, wir verbieten euch das. Genauso wie biologische und chemische Waffen können die Atomwaffen verboten. Und dann haben die amerikanischen Friedensgruppen wieder Aufwind. Die sagen, das ist völkerrechtswidrig. Lasst uns in Ruhe mit Sicherheit oder sonst was. Also das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und das tritt in Kraft, wenn 50 Länder es ratifiziert haben. Derzeit sind wir bei 35 Ländern. Und der Prozess geht voran, also es wird in absehbarer Zeit, wenige Jahre, wird es hoffentlich dieses Verbot geben und es wird nicht folgenlos bleiben. Vor allem dann, wenn man eben lautstark immer auf die Einhaltung dieses Verbots hinweist. Auch ein schöner Effekt war, aha, das habe ich da gar nicht, oh ja, die Gruppe ICAN hat den Friedensnobelpreis auch bekommen. Was sie verdient hat. Ja, also ganz wesentlich ist einen statt spalten, das habe ich alles schon eigentlich gesagt. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass wir eine gewaltlose Gesprächskultur einführen. Dass wir nicht an anderen, der eine andere Ansicht äußert, die uns gar nicht gefällt, gleich niedermachen und in irgendein Eck abschieben, sondern dass man mal den anderen zu verstehen versucht. Ganz wichtig. Auch erkennen, dass wir selbst Teil der Probleme sind. Also ich sage immer, ja, das ist ganz wichtig, ich bin ein Teil der Umweltprobleme. Aber ich muss auch versuchen, ein Teil der Lösung zu sein. Das ist dann ganz wichtig. Damit bin ich bei Albert Schweitzer, der eben gesagt hat, man muss erkennen, dass man immer wieder schuldig wird gegen die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben, aber aus diesem Schuldgefühl heraus darf man keine Gelegenheit vorübergehen lassen, sich für das Leben einzusetzen. Und das ist da eben auch ganz wichtig. Und mit Viktor Frankl können wir vielleicht sagen, wir genießen die unverdiente Gnade, in einem reichen Land zu sein, uns in Ruhe da zusammenzusetzen und nachdenken zu können über Weltprobleme. Andere sitzen unschuldig im Gefängnis, werden gefoltert, verhungern, verdursten, müssen zuschauen, wie ihre Kinder verschmachten. Von denen kann man nichts erwarten zur Lösung der Probleme. Wir sind die, die in der Lage dazu sind. Ja, und das war dann auch der Grund, warum als Themeninitiative innerhalb von SDG Watch Austria sich ein Netzwerk gegründet hat, Aktionsbündnis für Frieden, aktive Neutralität und Gewaltfreiheit. Gibt auch schon eine schöne Internetseite, das Kürzel heißt abfang.org und es ist eine ganz wichtige Geschichte. Normalerweise schließe ich immer oder oft mit einem Wort von Konrad Lorenz, das ich vielleicht auch noch jetzt anbringen werde. Er hat sehr schön gesagt, das längst gesuchte Zwischenglied zwischen den Affen und den wahrhaft humanen Menschen sind wir. Und wie kann man das verstehen? Der Mensch ist ambivalent. Freundschaft, Feindschaft, Fremdenfeindlichkeit, Gastfreundschaft. Das ist alles im Menschen drinnen.
Er kann bis zum Genozid, kann er indoktriniert und manipuliert werden, aber er ist auch aufopferungsfähig. Das heißt, jeder Mensch hat diese dunkle Seite und diese helle Seite. Und was Konrad Lorenz meint, so verstehe ich das, ist ein Auftrag, dass wir das Humane im Menschen, das in jedem Menschen ist, zur Geltung bringen. Dass wir in der Gesellschaft eine Veränderung bewirken, dass eben das Licht im Menschen angefacht und angesprochen wird. Und das tut die Gewaltlosigkeit. Die spricht das Licht, die Moral, das Menschliche im Menschen an, das in jedem drinnen ist. Und das wäre die Wende gegenüber der Kriegshetze, Feindbilder schaffen und so weiter. Also wir alle sind Teil des Problems und wir alle können Teil der Lösung sein und können im Sinne einer Zukunftsverantwortung auch das Positive im Menschen und in der Welt voranbringen. Danke.